Hallo ihr Lieben, ich habe ein Journal gebastelt, beziehungsweise ein Rolling, der zu meinem Sticker-Holder werden wird. Und zwar habt ihr gerade gesehen, das war Papier aus dem Action, 250er Grammatur. Das werde ich mir jetzt in zwei Teile schneiden, zu jeweils auf A5 Breite. Die Höhe lasse ich bestehen, denn daraus werde ich dann gleich eine Tasche falten. Bei dieser Tasche werde ich auch ein bisschen Zugabe geben. Bedeutet so viel, ich kann einfach mehr Sticker da reinstecken. Das seht ihr aber dann sofort. Bei diesem Journal habe ich so einige graue Haare bekommen und das Videoschneiden war gerade nicht besser. Ich habe einiges entfernt. Also meistens mache ich die Sachen halt doppelt. Deshalb zeige ich euch meistens nur einmal den Schritt. Dann ist das Doppelte erspare ich euch. Der Buchrücken habe ich wieder aus dem Pappkarton einer Cornflakes-Packung geschnitten. Das seht ihr gerade, der ist 3 cm breit. Die Grammatur von dem Papier hat mir nicht gereicht. 250 Grammatur hatte es. Ich habe dann nochmal ein Papier reingeklebt. Ebenfalls 250er Grammatur. Ich habe das Journal hier gerade in der Hand. Ich finde, das ist mir zu labberig geworden. Also ich würde in Zukunft wieder komplett meine drei Teile aus der Pappe einer Cornflakes-Packung schneiden und das dann lieber bekleben. Also es ist jetzt eher so ein, also ich finde so eine Mischung aus Hardcover und Softcover geworden. Wie gesagt, ich bin damit nicht ganz einverstanden oder ich finde es nicht so schön. Das ist aber eine Geschmackssache. Warum ich überhaupt das Cover aus einem 30x30 Papier gemacht habe. Ich habe so viele Blöcke gekauft im Action und es ist ein bisschen was zusammengekommen und ich möchte das jetzt endlich auch mal verbasteln. Also ich kann mir das Cover so in der Art gut vorstellen, wenn man nur ein kleines Notizheftchen machen möchte, dann reicht das völlig aus. Jetzt in meinem Fall mit einem Buchrücken von 3 cm und zwei dicken Signaturen, damit ich meine Sticker noch reinmachen kann, ist es mir wie gesagt zu labberig. Dann, wie das im Moment bei mir ganz oft der Fall ist, wollte ich unbedingt mal was Neues ausprobieren. Das habe ich getan. Und zwar habe ich die beiden Signaturen so eingebunden, dass ein Kreuzmuster entsteht auf dem Rücken. Bitte, bitte, bitte seht dieses Video nicht als Tutorial. Ich verlinke euch aber ein schönes Video, wo das schön erklärt wird, weil ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gebastelt und ich krieg's nicht mehr so richtig auf die Kette. Also ich müsste das jetzt noch ein paar Mal machen, um das dann ordentlich auch erklären zu können. Deshalb verlinke ich euch ein schönes Video, wenn ihr das nachbasteln wollt und guckt euch das bitte da an. Aber ich wollte euch meins nicht vorenthalten. Jetzt im Moment seht ihr, also ich springe jetzt gerade ins Video zurück. Das ist wieder das Action-Papier-Klebeband. Damit fixiere ich das. Gucke, dass das schön alles zusammenhält. Abstand beachten. Wie das immer bei so einem Journal ist, ist zwischen dem Buchrücken und dem Cover und dem Rücken selbst ein paar Millimeter Abstand. Man sagt immer so die doppelte Stärke des Papiers. Ich mache das so ein bisschen Pi mal Auge. Also es war jetzt auch nicht ganz gerade und so. Und ich hatte auch so ein bisschen Probleme beim Kleben. Aber schlussendlich hat das jetzt alles gut funktioniert. Als nächstes werde ich dann das blaue Papier, was ihr links schon liegen seht, noch ein bisschen inken und einkleben. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die einzelnen Schritte nur kurz anzudeuten. Ich meine, ihr wisst, wie man was einklebt. Also ihr seht in der Regel den Kleber, den ich benutze und auch, ob ich einen Pinsel benutze oder nicht. Und das halt dann immer zweimal und dann habe ich es mir eingeklebt. Die Mitte werde ich gleich noch verschönern mit einer alten Buchseite. Die hatte ich vorher schon bearbeitet mit ein bisschen weißem Gesso. Da habe ich mir einfach ein Stück zusammengerissen für die Mitte, also zurechtgerissen und bestempelt. Fixiert habe ich das Ganze mit klarem Gesso. Ich finde das immer, weiß nicht, ich habe immer Bedenken oder Sorge, dass das in ein paar Wochen oder Monaten alles nicht mehr hält. Deshalb fixiere ich das immer ganz gerne.
Dazu kann man ja unterschiedliche Medien nutzen. Also bei mir, weil das innen lag oder innen liegt, hat Gesso gereicht. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht wahrgenommen, man sieht jetzt gerade unten die Taschen, die ich hochklappen möchte. Was ich da noch gemacht habe, ist die Seiten ein bisschen abgeschrägt, damit es beim Falten und so mir nirgendwo in die Quere kommt. Und ja, da seht ihr gerade die alte Buchseite aus meiner Kramkiste rausgesucht. Wie gesagt, ich habe das vor Ewigkeiten mal mit Gesso eingeschmiert. War bestimmt einfach nur so ein Rest wieder. Und ja, der findet da jetzt seine neue Wirkungsstätte quasi. Bisschen auf alt getrimmt, Stempel drauf. Wunderschöner Stempel von Papier und Feder, den kann ich nur empfehlen. Ich habe da jetzt schon mehrere von. Das gute Stück kostet nur 3,50 € und wie gesagt, ich bin schockverliebt in diesen Stempel. Daraufhin habe ich mir noch ein paar weitere gekauft. Gestempelt habe ich mit Stazon wasserfest. Deshalb konnte ich da auch entspannt mit klarem Gesso drüber gehen. Was natürlich passiert ist, dass das Distress Oxide sich ein bisschen vermischt. Aber das finde ich gar nicht schlecht, das darf es gerne machen und ja. Was bleibt noch zu sagen? Achso, ich habe mich für zwei Signaturen entschieden, auch aus dickerem Papier, weil ich da später noch mit Folie, wie ich das bei meinem Cutout-Halter auch schon gemacht habe, mit Folie gerne noch Taschen aufbringen möchte und die füllen möchte. Deshalb ein bisschen dickeres Papier. Ich kann mal einmal ganz kurz gucken. Das sieht man vielleicht in dem Video nicht so gut. 2, 3, 4. Es sind jeweils in der Signatur 4 Blätter. Also es sind quasi nur 8 Seiten und daraus habe ich zwei Signaturen gemacht und die dann eingebunden. Beim Einbinden ist gefühlt alles schief gegangen. Alles schief gegangen, was irgendwie schief gehen konnte. Ich weiß auch nicht, ich mache mich da immer tierisch verrückt. Aber ich habe mir dann zum Beispiel, das seht ihr sofort, eine kleine Skizze gemacht, wie ich wo rumnähen muss. Aber die Skizze, die hat mich mehr verwirrt als alles andere. Wie gesagt, ich verlinke euch ein schönes Video, was wichtig ist, was ich jetzt so weitergeben kann. Ihr müsst halt 7 Löcher dafür aufbringen. Also auf den Buchrücken an sich mal 2, also für jede Signatur 7 Löcher. Und dann wird das so über Kreuz vernäht. Ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn man jetzt zum Beispiel die Dreilochtechnik oder Fünflochtechnik schon kennt. Das Einzige, was halt ein bisschen ungewohnt war oder ungewohnt ist, dass man halt über Kreuz das näht. Finde ich von der Optik sehr schön. Ich werde mich auch dran setzen, das ein paar Mal noch zu machen und dann möchte ich natürlich, oder was heißt natürlich, ich möchte ganz gerne eine Art Tutorial machen, wie ich das bei den Taschen auch gemacht habe und euch einfach so meine 4, 5 Lieblingsbindungen präsentieren und die wird dabei sein. Deshalb nutzt das hier bitte nicht als Tutorial, beziehungsweise ihr könnt das gerne versuchen nachzumachen, aber ich würde euch davon abraten, weil auch schon bei den Löcherstanzen ist mir einiges schiefgelaufen. Dafür habe ich ein Tool benutzt von Craftelier. Eigentlich, also ich habe das jetzt nachträglich nochmal benutzt und wenn man schön drauf achtet, immer schön die Files auszurichten, kann da auch nichts passieren, aber ich bin da irgendwie beim Reinmachen schon verrutscht. Ihr seht das Tool gleich. Das ist einfach so eine Plastikschiene. Da legt man die Signaturen ein und dann fixiert man das mit diesem grünen Teil. Also beim Buchrücken überhaupt kein Problem. Da muss man halt das nur schön ausrichten und dann die Löcher machen. Ich habe da ein bisschen Probleme gehabt, die Nadel durchzubekommen. Das ist allerdings mir geschuldet, weil ich nicht passend Kraft habe. Deshalb habe ich quasi nur vorgestochen und dann nochmal nachgebohrt. Bei den Signaturen, wie gesagt, ist mir ein Fehler passiert, da bin ich verrutscht. Aus dem Grund werdet ihr gleich sehen, haben die ein paar mehr Löcher, als dass sie brauchen. Und das kann natürlich jetzt auch verwirrend sein, wenn man die Bindung nachmachen möchte. Also ich musste da ein bisschen rumspielen. Mich stört das jetzt nicht, dass da ein paar mehr Löcher drin sind. Ist halt passiert. Ist für mich kein Grund, das jetzt wegzutun oder es nicht zu benutzen. Und ja. Ansonsten
Das Papier finde ich wunderschön. Die Spitze, das ist auch, das habe ich auch noch nie gemacht. Die habe ich ja mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Würde ich im Nachhinein vielleicht auch anders machen. Und zwar hält der Textilkleber, den ich für die Ränder benutzt habe, ein Ticken besser sogar als dieses doppelseitige Klebeband. Also ich würde vielleicht das nächste Mal, wenn ich die Spitze benutze, einfach auch Textilkleber benutzen aus dem Action. Ich habe die Spitze, die ist halt strahlend weiß gewesen. Das passt mir nicht so ganz, ist nicht so ganz mein Geschmack. Deshalb auch das wieder ein bisschen gealtert, ganz entspannt. Reste benutzt, die eh noch an meinem Schwämmchen waren und ein bisschen nachgenommen. Und ja, da seht ihr gerade, wie ich das auch dann nochmal nachbohren musste. Und dann habe ich mich für ein gewachstes Garn entschieden. Da ist so ein Richtwert, Menge, also Länge des Fadens, dreimal so hoch wie euer Buch ist. Und das klappt bisher immer. Also ich mache ein bisschen Zugabe noch, minimal, aber nicht viel. Also ihr legt quasi den Faden dreimal so lang an, wie euer Buch hoch ist, dann passt das mit der Länge. Müsst ihr euch keinen Kopf machen beim Nähen. Da seht ihr, da sind natürlich jetzt mehr Löcher zu sehen, als nötig wären. Und ja, das hat mir jetzt weniger Probleme gemacht. Was mir Probleme gemacht hat, das Durchbohren an sich. Aber das war vielleicht einfach auch tagesformabhängig. Und dann einfach auch nicht den Überblick zu verlieren. Ihr seht die Skizze da rechts. Also die Idee war vielleicht gar nicht so schlecht. Und man könnte die vielleicht auch nochmal ausarbeiten und mit Buntstiften hervorheben, wo was passiert. Oder man nutzt tatsächlich, wie viele Schritte sind es? Ich gucke mal gerade. Man nutzt tatsächlich 23 verschiedene Farben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Skizze? Könnt ihr euch ja mal angucken. Meldet euch doch gern mal. Gebt mir mal Feedback, damit ich das vielleicht in dem Tutorial-Video, was ich zum Thema Bindung machen möchte, ein bisschen schöner mache, damit ihr das auch versteht. In dem Abschnitt jetzt habe ich auch gar nicht mehr geschnitten. Das läuft jetzt einfach so durch. Ich habe das Video an sich allerdings 300% schneller gemacht. Also sonst, mein Rohmaterial waren knapp 3 Stunden. Ich hatte das Buch auch nicht an einem Tag gemacht, sondern an zwei. Zwischendurch hatte ich das Cover beschwert, in der Hoffnung, dass es sich legt und gerade wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie wellig geworden. Also ich habe das hier gerade in der Hand. Es fühlt sich eigentlich auch echt ganz gut an. Aber irgendwie sind die Ecken vielleicht daher, dass ich das blaue Papier zum Verstärken nicht bis zum Rand gemacht habe. Vielleicht ist es deswegen. Aber ich hoffe, wenn ich das jetzt fülle, dass das dadurch noch ein bisschen stabiler wird. Oder ich gehe da ganz fest von aus, wenn da so Stickerpackungen drin sind und so, die geben mir auch noch mal Halt. Und ja, jetzt seht ihr quasi nur noch den Endspurt, jetzt wird es vernäht. Und was mir auch noch passiert ist, ist leider nicht ganz so, wie sagt man, nicht ganz so straff vernäht irgendwie. Also es ist so ein bisschen labberig, was mich im Nachhinein auch stört. Vielleicht muss ich da tatsächlich noch mal ran. Also das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Man kann das ja auch wieder entfernen und noch mal neu machen. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für ein Tutorial. Keine Ahnung. Ich muss mir erst mal überlegen. Und jetzt die letzten paar Minuten spendiere ich euch ein bisschen Musik. Ihr könnt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Also es kommt jetzt nicht mehr viel, jetzt binde ich das noch zu Ende und ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer und meldet euch gerne mal und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!